Dies ist jetzt. Und jetzt wird niemals wieder sein. Berge, Seen und Flüsse, der Wind, der Wind. Immer werden dunkle Zeiten kommen, so wie die Nacht auf den Tag folgt. Ein dunkles Zeitalter wird uns alle prüfen, jeden einzelnen von uns. Habt Vertrauen und bangt nicht im Angesicht des Unbekannten. Haben was gefunden, wissen aber noch nicht was. Eine tiefe Höhle mit vielen Gängen drin. Verdammt, irgendwas hat da drin gekrissen und ist aus der Dunkelheit auf uns zugeflogen, wie vom Teufel gejagt. Wir sind den ganzen Weg nach draußen gerannt, hätten mir fast den Schädel an der Wand eingerannt. Irgendetwas stimmt nicht. Dann war ich wieder im Wald. Allein. Nicht weit von unserem Lagerplatz mit der nun kalten, verlassenen Feuerstelle entfernt. Blasses Tageslicht, das mein zurückkehrender Verstand erkannte. Morgen. Dieser kleine Splitter menschlicher Erfahrung wurde meine Rettungsleine. Und an ihr hangelte ich mich in das zurück, was ich immer für die Realität gehalten hatte. Und wurde mir bewusst, ich bin am Leben. Meine Erlebnisse oberhalb der Wasserfälle habe ich mit keiner Silbe erwähnt. Keiner meiner Begleiter scheint sich an irgendetwas erinnern zu können. Zuweilen entschlüpfen die Vorgänge auch meiner Erinnerung, wie das silbrige Aufblitzen eines Fisches in einem Fluss. Ein weiser Mann hat mir einmal gesagt, das Mysterium sei die wichtigste Zutat des Lebens. Und zwar aus folgendem Grund. Das Mysteriöse bringt Staunen hervor, was Neugierde weckt, auf der wiederum unser Wunsch gründet, zu begreifen, wer und was wir wirklich sind.